Moin und willkommen zum Koffer Nummer 3. Ich konnte nicht die Finger davon lassen und habe mir gedacht, was soll's? Ich mache noch einen Koffer auf. Und dann wollen wir mal schauen. Vielleicht haben wir diesmal eine schöne gesenderte Promo dabei. Ich nehme die Karten erstmal raus. Ich bin alles vorbereitet hier. Ja, wie geht's euch? Ich bin immer noch im Urlaub, wie gesagt. Probiert es gerade eben, etwas mehr Content euch zu liefern, weil ich einfach Bock drauf habe. Und ich freue mich auch ehrlich gesagt darüber, meine Videos mir selber anzuschauen im Nachgang, um nochmal zu sagen: Ey, auch schon mal hier, da habe ich den Hit gehabt oder da ist das auf einmal passiert. Und das finde ich ganz schön irgendwie. Ich finde, das hat irgendwie so, ich kann den Karten dadurch noch etwas mehr Wert geben, als wenn ich die ja nur aufmache, in eine Hülle stecke und die dann irgendwo hinlege oder. Ja, die nicht benutze. Das finde ich doof. Und so kann ich mir die anschauen, kann nochmal sagen, oh, hier bei dem Koffer, da habe ich jetzt, keine Ahnung, Glurak gezogen und Bisasam in einem. Das sind meine Chase-Karten heute, weil die mir beide noch fehlen in dem Set. Und, oh, Mew Gold, oh Gott. Das wäre natürlich auch was. Ja, auf jeden Fall. Und dann kann ich halt direkt so irgendwie, dann schaue ich mir die an, so nebenbei, beim Haushalt oder. Wenn ich mal Lust habe, dann freue ich mich drüber. Genau, wir haben wieder mal die drei Promos. Trikefalo. Ich sehe jetzt auf den ersten Blick noch kein Swirl. Dann das Mimikma. Wow, immer noch wunderschön. Und das helle Reflex. Ach, ich liebe es. Ich liebe es. Ach Gott. Wunderschöne Karte. Wunderschön. So, dann kommen die Promos mal hier hin. Wenn einer von euch die Promos haben möchte, im Tausch gegen andere Sachen, meldet euch bei mir, am besten über Instagram oder hier mit einem Kommentar. Und dann finden wir eine Lösung. Das ist alles kein Problem, weil ich habe die jetzt echt oft genug. Der Code ist für euch. Bitte schön. Bam, 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 bam. Und ich bin gern bereit zu tauschen. Sehr, sehr gerne. Jedenfalls einmal möchte ich die tauschen. Das letzte Mal hatten wir mit Kampfstil angefangen und wir bleiben uns treu, würde ich sagen. Wir gehen rein. Ich weiß nicht, ob in der Zwischenzeit das andere Video hochgeladen worden ist mit Fulipo, Bavisa und Graciolavi. Falls ja, schaut da unbedingt rein. Also, ich will euch nicht spoilern, aber es lohnt sich. So, das erste Pack des Tages. Wir haben eine Elektroenergie. Fokussierter Angriff. Ein Groink. Och, ich liebe es. Ein Ivitak, ein Kramurks, ein Tragosso, ein Pummel, Krebskops, Charmian, Reverse Tuska, unser erster Hit ist ein Humanoid, Non-Holo. Aber wer die Rare nicht ehrt, ist die Secret Rare nicht wert. Von daher wird auch die eingesleeved bei mir. Humanoid. War eine meiner ersten V-Karten, die ich mitgezogen habe. So, dann zweites Pack und da lächelt mich doch schon ein Fleckmon an. Fleckmon ist auch einfach so ein geiles Pokémon. So, kurz zur Seite, 1, 2, 3, 4 und wir schauen mal nach. Wir haben eine Wasserenergie. Ganz kurz noch die Rare zur Seite legen. Ibitak, Fornifras, Antonia, Galar-Fleckmon, ach Gott, ist das schön. Praktibike. Psyau, Electek, Schlup, Reverse Quabbel und ein Amphira Non-Holo. Aber nehmen wir auch mit, weil ich finde, das sieht sogar sehr, sehr schön aus. Die Farben sehen cool aus bei den Pokémon. Das gefällt mir. So, ist eingesleeved und jetzt kommen wir zum Hauptteil, würde ich sagen. Jetzt geht's an die Celebration. Let's go. Ich mische nochmal durch. In dem letzten Video haben wir drei Oldschool-Hits, Retro-Hits gezogen. Mal schauen, wie es hier aussieht. Let's go, let's go. Wir gehen rein. Wir haben ein Cosmovum, ein Palkia und ein Reshiram und ein Mew. Okay, erste Pack war kein Glück. Dann nehmen wir mal das hier.
Ja, so 3 finde ich immer super. 3 finde ich voll in Ordnung. Mal schauen, was wir jetzt ziehen. Wir haben das Lugia, Cosmovum und Knackrack X. Yes, ah, ich liebe Knackrack. Und dein Lunala. Yes, Knackrack liebe ich. Ah, die Karte ist so schön. Die ist so schön. Du bist so schön. Mega. Kommt auch gleich ein Top-Luder rein. Cynthia an der Seite. Mega, mega schön. Nice, da freue ich mich. Und dann, let's go. Also, ich habe auch noch, also mir fehlt noch schon das Carpador, Glurak, Bisaflor und das Mew in Gold. Mal schauen. Aber ich glaube nicht, dass wir noch irgendwie eine Chase-Karte davon bekommen sollten. Das wäre, dann würde es schon mit, wie sagt man, mit dem Teufel zugehen. Lugia, Cosmovum, Rockets, Zapdos, geil. Ah, oh, die ist so schön auch, oh Gott. So viele schöne Worte. Und Forschung des Professors. Nice. Doppel-Hit-Pack. Ich werde auch direkt eingesleeved. Super. Oh, das ist also Rocket Zapdos ist auch so schön einfach nur. Und tschüss. Rein damit. Mega. Kommt mit an die Seite. Die Forschung des Professors. Fluppdiwupp. Und auch die bekommt einfach, weil es ein Full-Art-Trainer ist, na, bekommt die natürlich auch ein Top-Loader. So, bitteschön. Das heißt, wir haben bis jetzt einen Stinker gehabt und 2 gute Packs. Wir gehen mit der Mitte weiter rein. Let's go, let's go. Ich bin schon zufrieden. Ich finde, das ist in Ordnung. Alles, was jetzt kommt, ist nur mega. Wir haben einen Crowder. Ein Kyokre und ein Cosmog und ein Summer Center, das nehmen wir auch noch mit, na klar, kein Problem, das wird eingesleeved, pop, das stellen wir mit zur Seite. Let's go. So, oh, schillerndes Carpador, ich sag, wenn noch was kommen sollte, schillerndes Carpador, da würde ich mich so drüber freuen. Okay, wir haben einen Lugia. Cosmovum. Und wir haben Birthday Pikachu. Das hatte ich voll vergessen. Das hat mir auch noch gefehlt. Nice. Und Forschung des Professors. Geil. Das hatte ich voll vergessen. Die Karte hat mir gefehlt. Ich habe Celebration so gut wie gar nicht gesammelt. Ich habe nur einen Koffer aufgemacht. Oder jetzt mittlerweile ist mein 2. Koffer. Und dann hatte ich mal, was war denn das gewesen? Ich hatte 4 Celebrations Packs gehabt bei irgendeinem irgendwas noch. Mega, mega. Wow. Hat sich gelohnt, die Box. Freue ich mich. Und jetzt, let's go. Last Pack Magic. Last Pack Magic, das heißt, der Code ist für euch. Bitteschön. Und wir schauen nach. Das wäre es jetzt, wenn wir jetzt noch einen Hit hätten. Dialga, Sekrom und Reshiram. Seishin V, dann nehmen wir das Seishin V noch mit. Warum nicht? Alles klar, dann, Leute, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Hat mega Spaß gemacht. Lasst gerne auch ein Abo da, ein Like und einen Kommentar. Alles, lasst alles da, was geht einfach. Ich brauche momentan Support, um den Algorithmus wieder irgendwie zu pushen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich ordne jetzt noch meine ganzen Karten hier. Und ja, dann vielleicht, mal schauen, vielleicht mache ich noch was auf. Lasst euch überraschen. Macht's schön gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.